Wo ist denn da einer? Ich sehe den nicht mal. Ja, natürlich hat er mich gesehen. Weg! Lauf doch! Ich kann nicht laufen. Ich kann einfach nicht laufen. Der Drecksack war doch eben noch da. Willst du mich eigentlich verarschen, du Magier? Wie soll man denn das schaffen? Warte mal, kälteresistent. Jetzt brauche ich den Helm. Das ist das Einzige, was ich machen kann. Natürlich, ich schieße daneben. Jetzt kommt noch einer mit Blitzen. Ich bin jetzt schon tot. Wieso halten denn... Alter! Vor allem, dass sie dann auch immer zu treffen, ne? 100% Genauigkeit, das kann eigentlich keiner hinkriegen. Alter. Habe ich denn jetzt überhaupt den Helm auf? Ja. Ich konnte jetzt aber nicht damit rechnen, dass da oben auch noch einer ist. Weg, 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 weg. Alter, wie schnell! Der kann mir nicht sagen, dass der 30 Millionen km/h laufen kann. Ich meine, ich renne ja schon. Wo ist er? Hä? Wo ist denn der jetzt hin? Ich meine, ich habe ihn einmal erwischt, das ist das Gute. Na, dann ist es halt so. Ich meine, ich habe jetzt nichts dagegen, dass er schon mal ein bisschen Schaden genommen hat. Speichern. Wo ist er? Ist da eine Grenze? Kommt er da nicht drüber weg? Das wäre echt gut. Ich werde es einfach nochmal irgendwie probieren. Ist ja gar nicht die Möglichkeit. Alter! Ja, ich sag doch, die haben 1000%ige Trefferwahrscheinlichkeit. Alter. Warum heilt denn das jetzt nicht? Ach, weil ich im Kampf bin, oder was? Ich bin doch gar nicht mehr im Kampf. Eigentlich dürften sie mich gar nicht mehr sehen. Also ich sag mal so, die sind wirklich overpowered. Wenn man das mal so sagen darf. Also da sind selbst die Feuerblitze nichts gegen. Also ich weiß nicht, was die für ein Level haben, aber wenn ich die beiden besiegt habe, dann kann ich mir sicher sein, dass ich ein Level up habe. Und ich muss auf jeden Fall in Sachen Magie muss ich mich besser leveln noch. Jetzt muss man natürlich warten, bis der Lebensbalken hochgeht. Aber das ist schon krass, wie viel das einfach eben gerade abgezogen hat, nur mit seinen blöden Blitzen.
Hier ist auch gar keiner mehr. Hier gibt's noch ein Bügeleisen. Ich hoffe, die heilen sich jetzt nicht irgendwie. Das wäre jetzt nämlich total bescheiden. Ich muss die irgendwie besiegen. Das muss doch irgendwie klappen. Ich mach's jetzt natürlich auch hier ganz schön spannend. Aber was willst du machen? Da ist die mit ihren Blitzen. Die steht da oben sogar. Die kann man eigentlich wahnsinnig gut treffen. Wir probieren es mal. Ich glaube, ich habe es erwischt, oder? Jetzt sind es drei? Okay, weiter kommen sie nicht. Nur meine Mana lädt natürlich so wahnsinnig schnell. Hallo. Lauf doch nicht immer weg. Es ist jetzt natürlich sehr spannend, vor allen Dingen, wenn die nach einem suchen und nicht finden. Aber ich glaube, das Leben lädt sich nicht auf. Das wäre auch verdammt schön, wenn das so wäre. Jetzt ist natürlich das mit den Lebensbalken, hat sich jetzt aufgehört. 900 Sekunden. Was? Gesellenbuch der Entropie? Nee. Wir nehmen mal eine Kartoffel. Hier Karotten. Ah, das hat noch nicht so ganz gereicht. Nehmen wir mal den Kohl. Ja, der Kohl hat's gebracht. Ich bin zwar immer noch nicht hundertprozentig geheilt, aber das reicht fürs Erste. Vielleicht hat es deswegen... Was? Willst du mich... Ja, natürlich! Jetzt weichst du auch noch aus! Die ist tot. Warte. Nein! Wir haben die erste Magierin weg. Oh mein Gott! Hier! Das ist ja voll gut! Wir nehmen das mal mit. Den Stahl durch behalte ich. Nicht? Also die kann sie behalten. Alter! Wir haben einen Magier ausgeschaltet. Das musst du dir mal geben gerade. Wenn wir das jetzt noch mit dem nächsten hinkriegen, das müssten wir eigentlich hinbekommen. Oh. Nee, Feuer. Mit dem will ich das nicht machen. Ich will das eher... Oder vielleicht mit einem Eispfeil? Ich weiß nicht, wogegen die relativ allergisch sind. Das müsste ich eigentlich mal ausprobieren. Vielleicht sind es die Eispfeile.
Der ist tot. Also die Eispfeile scheinen ja richtig reinzuhauen. Mensch. Der war auch wieder komplett geheilt, ne? So, der hat 8 Groschen dabei. Hat sogar einen kleinen gesäelten Stein. Hier die Roben nehme ich natürlich mit, weil die bringen richtig viel Geld. Und wiegen nicht viel. Und der hat mich verloren. Oh, Halleluja. Das werde ich doch wohl irgendwie hinbekommen. Also Eispfeile, merken, sind gut gegen Menschen. Feuerbälle sind... Ich glaube, das ist wieder so ein bisschen abhängig. Also die Feuerblitze waren bis jetzt am besten. Nee. Feuerblitze waren eigentlich nicht am besten. Aber die ganz normalen Blitze waren bis jetzt am besten gegen Untote. Ob hier wohl noch einer ist? Ich weiß es ehrlich gesagt nicht. Ich speichere hier mal. Guten Tag. Oh. Eine Truhe. Yay. Mit geringer Seele. Ein paar Einzelteile. Hier ein ranziger Magiertrank. Hier ist noch eine Truhe. Was ist denn das? Rolle des Magielichts. Eine Quelle des Lichts, das den Zielort für 120 Sekunden erhält. Cool. Unsichtbarkeitstrank. Unsichtbarkeit für 8 Sekunden. Das ist ja nicht gerade lange. Was haben wir da? Schlammelementar rufen. Ey, wie cool. Gesellenbuch des Melentarismus. Und hier gibt es eine Eispranke. Ich habe die nämlich schon gesehen gehabt eben. Okay. Also ich könnte mir vorstellen, da oben ist der Big Boss. Ich weiß nur noch nicht, wie ich den besiegen kann. Vielleicht mit Eispfeilen. Der Big Boss muss da oben sein. Leuchtturm, der Herz... Irgendwas mit Herzklippe. Was stand da? Herzlandklippe. Hä? Wo kam der denn immer her? Hier ist wieder eine... leichter Eisenschild. Der sieht schön aus eigentlich. Aber wo kam der denn immer her? Jetzt habe ich geschossen. Von da hinten irgendwo. Ist das ein Wolf? Also hier oben ist auf jeden Fall noch eine große Truhe, aber dafür muss ich erstmal Gesellenschlösser knacken können. Und das wird noch ein bisschen dauern. Ich dachte eigentlich, wenn ich die Magier besiegt habe, dass ich dann Level up bin. Aber anscheinend nicht. Wo kam die Stimme her? Da! Ich habe doch da gerade was gesehen. Hä? Der soll hier unten drunter sein. Ich glaube, das ist ein Bug. Okay. Das kann ich ignorieren. Vielleicht stottert es deswegen hier. Weil das Spiel ein bisschen überfordert ist damit. Lauf, 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 lauf. Wie war das jetzt mit Feuerblitzen? Sind die vielleicht gegen Tiere gut? Autsch. Haia, das hat ja mal gut geklappt. Uiuiui. Die Wölfe haben wir mal besiegt.
Oh, uns fehlen immer noch ein paar Punkte. Der hat aber ein bisschen was dabei. Wolfspelz hat er immerhin. Sehr gut. Mal gucken, was es hier sonst so gibt bei dem Lager. Aber... hier werden doch bestimmt ein paar Leute rumlaufen. Ich kann mir nicht vorstellen, dass hier keine rumlaufen. Auf ihn mit Gebrüll. Habe ich das gerade richtig gehört? Also. Erdung. Machen wir mal Feuerblitz, weil ich mal... wissen möchte. Wollt ihr mich irgendwie ärgern? Ja, ihr wollt mich ärgern. Der schießt mir voll in den Schädel. Bist du denn irre? Na, wartet. Das werdet ihr noch zurückkriegen. Wie jetzt? Wieso haben die mich denn jetzt gesehen? Hä? Ich habe doch nichts anderes gemacht als jetzt eben. Also, als vorhin. Huiuiui. Wie sieht das mit Eisfallen aus? Eisfalle sind wirklich gut. Vor allem, weil das die verlangsamt. Ein Dietrich, ein Endergroschen und der hat hier so einen komischen Prügel dabei. Was ist denn das für ein Schild? Feinstahlschild. Natürlich, weich noch aus. Der kommt immer näher. Der weicht mir aus. Mist, jetzt habe ich mir natürlich selber gerade eine Falle gestellt. Ja, natürlich. Der trifft. Ich sehe nichts, das ist mein Problem. Hilfe! Ich muss wohl mal Lebensabsorption. Ja, natürlich! Jetzt schießt er mir wieder voll ins Gesicht. Das kann doch nicht Zufall sein. Die Gegner sind ja einfach zu gut. Oder ich zu schlecht. Je nachdem, wie man sieht. Vielleicht sollte ich wirklich mal... Eispfeil ist ja gut, wie wir wissen. Natürlich, jetzt schieße ich erstmal schön dran vorbei. Oh, das ist ja einfach viel zu eng. Ich brauche mehr Platz. Ja, natürlich, der trifft. Aus 3 Kilometern Entfernung. So. Wo haben wir jetzt hier die Lebensabsorption? Ich bin schon wieder tot. Das kann doch gar nicht wahr sein. Haben die schon immer so gut geschossen? Ich kann mich jedenfalls nicht daran erinnern, dass die mal irgendwann mal was getroffen haben. Normalerweise haben die immer daneben geschossen. Vor allen Dingen, der schießt durch Pflanzen durch und trifft einen. So, jetzt machen wir mal Lebensabsorption.
So, das hat ja schon mal geklappt. So, jetzt nehmen wir mal den Jagdbogen. Warum kommt der eigentlich immer näher? Ich hab den voll im Kopf geschossen. Boah. So, jetzt brauche ich erstmal hier irgendwas. Sowas wie Feuer, nein, gleißender Funken, Götterschild, Leben entdecken. Wo ist denn das jetzt hier wieder? Eisfall. So, jetzt müsste ich ihn eigentlich frontal angreifen. Ich glaube, das ist das Einzige, um den... Boah. Mein Gott, ey. Puh. Jeder Kampf ist hier irgendwie fast schon so, wie als ob es der letzte wäre. Boah. Mann, oh Mann, oh Mann, oh Mann, oh Mann. Und ich will auch einfach nur zurück nach Ark. Ich sollte vielleicht mal eben was essen. Moment mal. Na, jetzt bin ich wieder versteckt. Okay. Ah, Klippenlager entdeckt. Hier gibt's einen Kohl, hier gibt's eine Suppe, hier gibt's einen Genesungstrank, hier gibt's Stahlpfeile und was ist das? Streitkolben. Mhm. Und eine Lehrlingstruhe. Oh. Brechen wir erstmal den Dietrich ab, weil wir es können. Das hat doch schon mal geklappt. Zwei Dietriche, einen abgebrochen und zwei rausgekriegt. Super. Ein paar Groschen und Rolle der Seelenfalle. Und hier könnt ihr was kochen. Mal gucken. Ich kann nichts kochen. Na dann nicht. Und hier ist noch eine Truhe. Geselle. Oh, ihr wollt mich doch ärgern. Ihr wollt mich doch einfach nur ärgern. Dass ich hier kaum noch Truhen aufkriege. Naja, wollen wir mal weitergehen. Hier ruckelt es tatsächlich ein bisschen. Ihr wurdet mit was infiziert? Bams! Alter! Voll einen in die Fresse gehauen und dann gekillt. Von was wurde ich infiziert? Ich habe das leider nicht so lesen können. Wundbrand. Ihr seid 10% weniger effektiv im Nahkampf. Natürlich. Was ist das? Seltsames Fieber. Ihr fühlt euch Eigentümlichkeit, aber dennoch fiebrig. Es kostet euch Kraft, eure Gedanken zu fokussieren. Na toll, jetzt wurde ich auch noch infiziert. Oh, hier sind mal wieder ein paar Gräber. Da ist ein Käfig. Ich will da jetzt nicht hin. Ich muss zurück nach Ark und mich von einem Medikus untersuchen lassen. Moment mal, ihr fühlt euch fiebrig? Wie weit ist denn das Arkanistenfieber vorangeschritten? Auf 20%, deswegen fühle ich mich wahrscheinlich fiebrig. Kriege ich die Wunde eigentlich weg, wenn ich mich heile? Nehmen wir mal ein großes Käsestück.